Und damit hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen PC-Build-Video. Nur ein ganz kurzes, denn das Ganze war ein super Budget-Building-Prozess. Und zwar im Prinzip für einen Bekannten von mir, der hat gesagt, er braucht für seine kleine Firma einen neuen PC. Sein Laptop, der ist ja doch irgendwie schon irgendwie 8 Jahre alt gewesen. Da habe ich gesagt, okay, du, pass auf, kein Thema. Ich baue dir einen PC, mit dem du auf jeden Fall vorerst genug Leistung hast, um zum Beispiel eben deine Rechnungen und so weiter schreiben zu können. Das heißt, das Ganze ist ein rein produktiver PC, kein Gaming-PC. Deswegen auch keine externe Grafikkarte. Es geht hier wirklich nur rein um günstig, günstig, günstig. Deswegen auch hier nur ein i3 im Einsatz. Trotzdem aber ein relativ gutes Motherboard, einfach um... Wenn man eben mal irgendwann sagt, okay, keine Ahnung, man hat doch noch mehr damit vor, kann man eben dort trotzdem noch gut erweitern. Wir haben ein 4-Slot Memory, wir haben quasi da noch jede Menge Möglichkeiten abzugraden, einen besseren CPU rein, eben eine externe Grafikkarte noch hinzuzufügen. Alles das ist möglich und ihr seht gerade im Moment, wie ich eben die CPU installiere. Quasi einfach nur ganz einfach. Also im Prinzip ist es ja immer wieder dasselbe. Einfach rein in das Socket aufpassen, dass halt der Pfeil in die richtige Richtung zeigt. Dann die Kappe drauf runterdrücken und dann geht das Plastikteil von alleine raus. Und fällt mir, wenn es gut geht, nicht direkt genau unter deine Spannvorrichtung rein. Und schon ist der Prozessor quasi installiert. Als nächstes packe ich dann noch den Arbeitsspeicher rein. Das mache ich meistens eigentlich am lieber davor, bevor ich die Kühler oder je nachdem, ob es ein Wasserkühler ist, dann sowieso erst danach. Aber meistens auch, wenn es ein Boxkühler ist oder ein normaler Luftkühler ist, baue ich den lieber zuerst den Arbeitsspeicher ein. Einfach weil ich finde, dass du dann noch besser hinkommst. Ich weiß es gleich gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe 8 GB, einfach nur einen 8 GB Stick gekauft und rein gebaut, wenn mich nicht alles täuscht, weil somit kann man natürlich am einfachsten mit wenig Geld halt das Ganze nur upgraden, sprich du kannst einfach einen zweiten 8 GB Stick kaufen, dann hast du halt automatisch gleich die 16 und musst halt nicht dann vielleicht 4 GB Sticks haben oder sowas, sondern somit bist du halt quasi für die Zukunft definitiv gewappnet. Also von dem her natürlich, was heißt Budget, im Prinzip ich glaube insgesamt 500 Euro. Dabei ist aber ein Monitor, zwar ein gebrauchter, und hatte ich noch einen rumliegen von mir, aber neue Maus, neue Tastatur, all das hat er gebraucht, Gehäuse natürlich auch, das ist eben alles dabei. Außerdem habe ich hier auf eine HDD komplett verzichtet, weil ich habe mir seinen Laptop angeschaut, also ich habe ihm auch dann die Dateien vom Laptop eben auf den PC gepackt und ich glaube insgesamt 20 GB oder sowas waren das. Also habe ich mir gedacht, okay, die HDD, die schenken wir uns, weil ganz ehrlich, also ich werde nie wieder in meinem Leben eine 500 GB HDD Festplatte oder sowas kaufen, weil das ist einfach, das sträubt mich sowas von, da stellt es mir sämtliche Haare auf, wenn ich sowas höre, auf eine 500 GB Festplatte. Also unter 2 Terabyte kaufe ich keine Festplatten mehr, eigentlich eher sogar 3 Terabyte. Von dem her braucht er das hin und vorne. Ich habe mich dann für eine 250 GB SSD von Samsung entschieden, wollte ursprünglich die 500 GB SSD reinpacken, die war nämlich zu dem Zeitpunkt bei Amazon, war irgendwie so ein Prime Day oder sowas, aber ich war zu langsam und waren dann schon alle Festplatten weg. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann nimmst du halt die bisschen günstigere 250 GB SSD. Auch die wird ihm eigentlich vermutlich sein Leben lang reichen. Außer er hat jetzt da irgendwie wirklich mal noch vor, irgendwie dann, keine Ahnung, noch zum größere Projekte daran mitzumachen, was ich aber eben nicht glaube. So, jetzt kommt eben der Boxkühler drauf. Warum Boxkühler? Auch wie gesagt hier, das wird ihm vollkommen reichen. Ich habe ein paar Tests gemacht. Der Lüfter reicht ihm da vollkommen aus. Wichtig ist beim Lüfter installieren immer, dass ihr die Klickgeräusche hört. Genau, damit der Lüfter eben richtig gescheit drauf sitzt. So, jetzt sind wir dann eben hier quasi dann drin. Und ihr seht, hier habe ich das Kabel ein bisschen schlecht da rumgeführt. Da hängt es quasi schon an dem Lüfter, an dem Lamello dran. Habe ich dann aber später beim Einschalten relativ schnell gespannt. Jetzt kommt erst nochmal ein richtig schöner Sound. Einmal bitte still sein. Denn auch wenn es ein Budget-PC-Build ist, Leute, so ein kleines Window gehört da schon rein. Ich glaube, das Gehäuse hat 30 Euro gekostet.
Dementsprechend kam es auch an, der hat gleich, das vordere Ding war gleich kaputt, da fehlte irgendwo ein Stift, den habe ich dann wieder mit Heißkleber rangeklebt. Ja, es ist halt nur 30 Euro. Ich meine, mein PC-Gehäuse hat 100, über 100 Euro, glaube ich, gekostet. Von dem her kann man da nicht allzu viel, glaube ich, erwarten. Also ihr seht, wir haben alles soweit drin. Wir haben, ich glaube, 550 Watt Power Supply drin von Corsair, eine ganz normale Tastatur, ein, ja, nennen wir es mal unteres Mittelklasse Mainboard Z370P von Gigabyte. Glaube ich, hatte ich auch sehr lange Zeit mal drin. Mittlerweile, also ich selbst habe auch noch, ich bin ja noch in der Steinzeit, quasi, ich habe ja noch DDR3. Ich selbst habe auch ein Gigabyte, ich habe das GAZ97X UD3H. Ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt, aber das kannst du mal schauen. Es ist jetzt auch nicht so das High-End-Ding, aber es tut seinen Job. Und irgendwann muss ich auch mal auf DDR4 umsteigen, dann hilft sowieso nichts. Was ihm wichtig war, er wollte unbedingt eine Wi-Fi-Funktion haben. Deswegen seht ihr hier noch auf dem Bild eine Wi-Fi-Antenne oder Wi-Fi-Adapter. Hat auch nicht viel gekostet. Wir haben da wirklich gesagt, dass wir da möglichst günstig daherfahren. Ich glaube, das Ding hat 15 Euro gekostet oder sowas. Und eben Ballistik, Arbeitsspeicher, außerdem noch ein Laufwerk. Die Laufwerke kosten mittlerweile, glaube ich, gar nichts mehr. Ich glaube, das ist sogar ein Blu-ray-Brenner. Ich glaube, das Ding hat 40 oder 50 Euro gekostet, wenn mich alles täuscht. Eben die Samsung SSD, da schwöre ich persönlich ja komplett drauf. Also an Samsung SSDs kommt absolut keine andere Marke ran. Ich selbst habe auch zwei Samsung SSDs in meinem PC verbaut und hier liegt sogar noch eine. Ich glaube, letztens war dann Amazon Prime Week oder sowas. Hier liegt noch eine 860er Evo mit, was hat die? 500 GB. Die ist sogar ein Original verpackt. Keine Ahnung, für wann ich die mal brauche. Schmeißt man es wieder zurück auf den Haufen. vielleicht mal schauen, wo ich die dann noch einbauen kann. Weil der nächste PC-Build steht eh schon wieder vor der Tür, also von dem her, vielleicht kann ich die dann da verwenden. Genau, was gibt es sonst noch zu sagen? Sonst eigentlich, glaube ich, nichts mehr. Ja, war wie gesagt nur ein ganz kleines Bildchen hier. Ja, war dennoch ganz cool und ja, läuft, er ist zufrieden, von dem her bin ich das auch. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal, da gibt es, also der nächste Bild, den ich jetzt halt vor mir habe, das ist ein 1500 Euro PC, sogar ein bisschen mehr. Wir haben jetzt doch eine 1070er Grafikkarte reingepackt und nicht die 1060er mit 6 GB, sondern eben die 1070er. Von dem her, ja, da ist auf jeden Fall ein bisschen was Geiles dabei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Euer raus. Bis dahin. Tschaußen.